Willkommen zu Stationeers, mein Name ist Matthias und heute geht es mal um die NOS Fuel Generation. Also wir wollen, im Endeffekt wollen wir NOS Treibstoff herstellen. Das mit einem N2O Gas ein bisschen schwerer ist, habe ich hier mal so einen Versuch aufgebaut. Mit anderen Worten, ihr haut hier die Volatiles H2 Steinchen rein, werden geschreddert. Und ihr haut hier auch die N2O, sprich Nitrit, Steinchen rein. Die werden geschreddert. Die gehen dann durch das schwarze Rohr in diesem Tank. Oder aber auch als Flüssigkeit in diesem Tank. Jetzt ist es so, wir sehen schon, dass hier 125 Grad Hitze drin sind. Das liegt an dem Druck, den wir auch haben. Das heißt, NOS wird oder N2O wird ziemlich schnell heiß. Enorm heiß sogar. Das System, was ich dafür aufgebaut habe, ist wie folgt. Wir haben hier diese schwarze Linie und gehen jetzt mal nach hier. Hier habe ich mir so ein Ventil eingebaut, was man auf und zu machen kann. Je nachdem, ob man jetzt gerade NOS Fuel generieren möchte oder nicht. Die Purge Valve steht auf 100 kPa und der Kondensator Valve, der ist einfach offen. Somit wird uns dieser Tank nicht in der Luft fliegen und dieser halt auch nicht, weil ein permanenter Ausgleich stattfindet. Wir brauchen also keine Angst haben. Wir sollten allerdings aufpassen, wenn wir jetzt hier H2 reinpacken, dann könnte das Ganze natürlich im Tank selber explodieren. Das heißt, wir haben eine Verbrennung. Ist nicht ganz so cool. Deswegen rate ich einfach, H2 als erstes so viel wie möglich reinzupulvern. H2 warten, bis es komplett hier rausgefiltert wurde. In diesem Tank rein. Und ja, dann N2O halt hinterher. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen NOS-Generierung. Das erste regelt dieser Chip, da haben wir einen Gassensor drauf, ein Ventil, den Tank N2O und wir haben die Purge Valve. Und zwar ist der Gassensor hier, der misst halt, wie warm oder kalt es ist. Je nachdem wird hier hinten das Ventil geschaltet. Ich glaube, bei minus 5 Grad habe ich es eingestellt, wird es aufgehen, um das Gas, was hier drin ist, zu kühlen. Hier haben wir wieder eine Condition Valve, um das Gas oder das Wasser vom Gas zu trennen. Und hier hätten wir eine Purge Valve für NOS, die wir auf 100 kPa stellen. Und diese ist hier auf diesem Chip mit drauf. So. Sinn und Zweck der Übung ist es, dass wir nur noch Gase erzwingen. Wir sehen jetzt hier, dass das N2O-Gas gekühlt wird und durch die Kühlung haben wir das Problem, dass sich das Druckverhältnis ändert und wir produzieren wieder Wasser. Das heißt, während der Kühlphase, wie soll ich erklären, wird hier nicht viel passieren. Ja, also ich habe jetzt hier übertrieben mit dem N2O, ich habe ziemlich viel drin und deswegen natürlich auch einmal die zu hohe Temperatur an dem anderen Tank. Naja, und somit habe ich auch eine zu hohe Temperatur in etwa hier drin. Aber wir sehen jetzt schon, es kühlt runter und wir produzieren Wasser. Das Wasser wird hier abgeleitet, aber es kommt kein neues Gas hier in dem Rohr rein. Oder Wasser, was auch immer. Ne? Weil wir sehen jetzt hier auch ganz deutlich, wir haben Gas, Wasser, wir haben eigentlich alles im Tank. Allerdings ist das Gas relativ wenig gegenüber dem Wasser. Hier haben wir natürlich nur unser Volatile. Dadurch, dass dieser Tank gekühlt wird, habe ich hier ein Heat Exchanger dran,
wo halt die Wärme getauscht wird. Das bedeutet also, beide Tanks werden auf eine Temperatur in etwa gebracht. Naja, damit wären wir auch schon beim Prinzip des nächsten Chips. Hier kommt H2 drauf, hier kommt N2O drauf, hier der Gasmischer, hier der Tank NOS und die beiden bleiben leer. Das ist dann für dieser Tank. Da soll ja später unser NOS-Fuel rein, was wir für eine Combustion-Zentrifuge benutzen können oder auch Motor oder. Es soll nur die Menge hergestellt werden, die man auch verbrauchen kann. Das heißt, der Tank ist jetzt symbolisch. Man kann jetzt auch einen kleineren Tank, ihr kennt ja die neuen kleinen runden Tanks, die kann man natürlich auch davor knallen. Man muss jetzt nicht den großen dran machen. Allerdings, wenn man die kleinen nimmt, brauchen wir einen Pipe Analyzer. Und ja, das wollte ich nicht. Deswegen habe ich diesen Tank dahingestellt. Ja, jetzt gucken wir uns das mal an. Wir sind jetzt bei 39 Grad. Also wir haben schon was verloren an Gradzahlen. Und schauen uns das jetzt mal ein bisschen an. Ich werde jetzt ab hier gleich auch einen Break machen. Ich möchte, dass der Tank nämlich unter 10 Grad kommt, weil unter 10 Grad möchte ich gerne NOS Fuel generieren. Theoretisch könnten wir das jetzt schon, weil die Temperatur kleiner als 50 Grad ist. Wäre jetzt hier eine größere Temperatur als 50 oder sagen wir mal so ab 50 Grad, dann würden die beiden Gase hier gemischt werden und gleichzeitig würde es hier eine Verbrennung drin geben. Das heißt, wir haben kein NOS Fuel mehr, sondern wir haben CO2 mit irgendwas gemischt. Ja. Wenn wir gleich wiederum einen Tag haben, werdet ihr sehen, dass hier kein Wasser mehr produziert wird, sondern dass es wirklich dann bei dem Gas bleiben wird. Ja, sei denn, wir kühlen natürlich noch weiter runter. Das ist ganz klar. Dann haben wir natürlich wieder Gase. Lassen wir es mal einfach ein bisschen laufen. Ja, wir kriegen ja schon so langsam Tag. Und wenn der Tag gleich abgebrochen ist, dann werde ich das Video pausieren, also schneiden, und werde dann das nächste Video anfügen, wo wir dann sehen, dass hier der Gasmischer einmal zumindest angegangen ist und dass wir hier NOS Fuel drin haben. Ja. Die Filteranlagen, die sind bei mir eigentlich auf Dauer an, also die laufen permanent. Ich habe sie einfach nur davor gespannt, für Testzwecke. Weil, wie man die Filtereinheiten automatisiert, das habe ich ja schon in mehreren Videos gebracht. Und ja, das könnt ihr dann da raus übernehmen. Sollte es zu Problemen in diesem Fall kommen, wie man diese automatisieren kann, schreibt es mir in die Kommentare, dann werde ich dazu nochmal ein Video machen. Jetzt sind wir schon bei 36,8 Grad. Tendenziell fallend, also ist alles ganz gut. Ja, was gibt es denn noch zu sagen? Ich überlege gerade. Also hier wird das gekühlt. Ich kann ja mal aufmachen, damit ihr seht, wie ich das verankert habe. So.
irgendeine WhatsApp rein. Ist jetzt gerade egal. Wir sehen jetzt schon, dass ich vom Tank hier runtergehe. Hier durch, komplett durch. Dann kommt die Valve. Dann gehen wir ins Kühlmechanismus über und verteilen uns dann hier über den Heat Exchanger. Ja, so läuft das. Wichtig wäre noch zu erwähnen, ja, naja, zumal es dauert halt schon ein bisschen länger, zum, vor allem wenn man so viel H2 und NOS drin hat wie ich. Ich würde so raten, immer 5 Steinchen oder so. Weil für die Verbrennungszentrifuge braucht ihr ja gar nicht so viel NOS. Ja, also hier der Kondensationsventil, das muss leider dahin. Das ja, wegen die Kühlung halt hier immer wieder Wasser entstehen wird. Und das wollen wir ja letztendlich vermeiden. Können wir aber nicht ganz vermeiden. Also schicken wir das Wasser raus in unserem Tank hier rein. Ja, wir sehen jetzt schon ganz deutlich, die Molzahl sinkt an Wasser. Und ja, dadurch wird gleich nur noch Gas überbleiben. Wenn wir es weiter runterkühlen, könnt ihr euch ausmalen, was passiert. Je mehr wir kühlen, desto mehr Wasser produzieren wir wiederum. Nun ja, und das ist halt der Kreislauf, ne? Dann werde ich gleich mal ein paar Nächte abwarten, werde das Video dann zusammenschneiden, weil es schon ein bisschen dauern wird, bis wir hier unter 10 Grad sind, so dass dieser Chip angeht. Ich werde den Chip dann natürlich jetzt ausmachen und nachher anmachen, wenn ihr wieder dabei seid. In dem Sinne, bis gleich. Jo, da bin ich wieder. Jetzt sehen wir ja, dass wir 10 Grad verloren haben. Ich habe ja vor dem Cut gesagt, dass wir warten müssen, dass der, dass die Gradzahl hier auf unter 10 Grad fallen soll. Das habe ich jetzt ein bisschen geändert. Und zwar könnt ihr die Gradzahl selber einstellen. Ich zeige euch auch mal den Chip. So, dann sehen wir uns das mal an. Das Verhältnis für NOS-Fuel ist 50-50. Differenz ist maximal 1 Grad Unterschied zwischen H2 und N2O. Maximal soll er im Tank ja, 2500, machen wir mal 1500, ich glaube, das ist ein bisschen besser. Oder fangen wir erstmal kleiner an mit 500 kPa. Der Druck, ab wann das starten soll, ist 15 kPa und die Gradzahl ist 20. Das würde bedeuten, dass der Tank, wenn er kleiner als 20 Grad ist, würde der Chip natürlich arbeiten und NOS-Fuel generieren. Wo ich mir natürlich nicht ganz sicher bin, ist das Druckverhältnis. Gerade die 500. Ich hau jetzt einfach mal 100 kPa erstmal rein. Der maximale Druck, den er erstellen soll.
Ja, und dann müsst ihr euch das so vorstellen, immer wenn hier etwas fehlt, ja, wir haben ja 100 kPa gesagt, wenn hier etwas fehlt, wird automatisch nachproduziert, so dass ihr keine Flüssigkeiten direkt produziert. Und zu hoher Druck mit N2O würde ja wieder bedeuten, dass wir Hitze generieren. Das ist eure beste Heizung, wenn ihr so wollt, ne? Ja, 129 Grad, also damit könnt ihr eine Heizung bauen. Mit Druck und N2O eben. Und ja, was wir wollen, ist einfach nur, dass diese beiden Tanks, die fast gleich sind, dass die dann hinterher sich hier reinfüllen und wir einen Durchlauf haben. Also sprich, wenn hier eine Combustion-Zentrifuge steht, die braucht natürlich nicht die ganzen 100 kPa, die braucht ein bisschen davon. Genauso wie wenn ein Gasfluggenerator da steht, der braucht auch nur ein bisschen. Weil wir generieren ja immer wieder neu. Es wird ja immer wieder neu generiert. Ja. Jetzt gucken wir mal. Die Nacht hört gleich auf. Ich stelle gleich die Gradzahl auf dem Chip so um, dass wir auch gucken können, dass der Chip tatsächlich arbeitet und das macht, was wir wollen. Wie gesagt, wichtig ist unter 50 Grad. Also wenn ihr da eine Gradzahl von 60 eingibt, dann habt ihr auf jeden Fall in diesem orangenen Tank eine Verbrennung, wo wir dann rund bei 5000 Grad liegen. 3000 oder 5000 Grad, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Und das gilt es ja jetzt erstmal zu vermeiden, weil wir wollen ja mit dem NOS-Treibstoff arbeiten. In der Zeit, wo der Tank noch ein bisschen runterkühlt, gucken wir uns das nochmal an. Ja, wir haben hier halt unser Ice Crusher, wo das N2O geschreddert wird. Das geht dann in den Tank rein. Und wie gesagt, je mehr N2O hier drin ist, je mehr H2 hier drin ist, wird es ein Problem geben. Ihr könnt es natürlich so machen, dass ihr anstelle dieses Rohr, das ihr hier geradeaus sozusagen weitergeht, noch einen Ice Crusher dran macht und da nur H2 reinschmeißt. Also nur diese Volatilsteinchen. Ja, dann braucht ihr auch die Maschine nicht, weil das H2 kann ja direkt in den Tank reinwandern. Ich zeige euch das nachher nochmal, wie das dann aussieht, wenn wir jetzt hier H2 beifüttern. Das machen wir aber eben erst am Ende. Und jetzt haben wir hier 22,8 Grad. Okay, dann stelle ich den Chip jetzt einfach mal auf 25 Grad ein. Dann müsste er ja auch arbeiten. 25. So. Gucken wir uns nochmal den Tank an. Hier ist nichts drin. Das Verhältnis ist ja richtig. Chip an. Und schon macht er uns Fuel. So, wenn wir jetzt hier 100 kPa drin haben, dann ist alles gut und schön. Hoffe ich, dass das mit 100 kPa so passt, wie ich das möchte. kPa und 100 kPa. So, er ist ausgegangen. Es funktioniert. Wir haben rein N2O und H2 Gas, also sprich, wir haben unser NOS-Fuel. Das funktioniert. Jo, was gibt es noch zu sagen? Jetzt ist es ja so, dass wir hier die 22,7 Grad haben. Und jetzt ist es ja so, dass wir hier in dem Tank immer noch N2
O-Gas haben oder auch Flüssigkeit. So, wenn ich jetzt hier der Tank, wenn der leer ist, dann kann ich hier einfach ein bisschen aufmachen. Und dann wird natürlich da was Neues reingefiltert und wir sehen, die Gradzahl steigt natürlich jetzt nach oben. Das liegt mitunter daran, dass wir hier eine Gradzahl von 129 haben. Ist ja logisch. So. Und was passiert, wenn wir den jetzt hier mal ausmachen? Den auch. Und jetzt H2 beifüttern. Naja, dann schaut mal. Ich hoffe, dass ich das jetzt hinkriege, dass er. So, das sind die Steinchen. Ist der überhaupt an? Nein, shit. So, jetzt sehen wir, dass sich CO2 entwickelt und wir sehen, dass eine Verbrennung stattfindet. Wir sehen, dass die MPa-Zahl sehr schnell ansteigt, obwohl wir nur ein Steinchen da drin haben. Und wir sehen auch, dass die Gradzahl enorm ansteigt. Deswegen würde ich dazu raten, dass man hier halt hingeht und einen Eiscrusher dahin baut. So, mit dem so rum. Wenn wir den Eiscrusher nämlich jetzt da dran haben, Entschuldigung, das ist natürlich verkehrt. Wir müssen das anders machen. So. So, wenn man das H2 dann nämlich direkt da reinpackt, dann funktioniert das Ganze reibungslos. Ja, dann geht das Ganze direkt hier rein, ohne Probleme. Und hier habt ihr dann halt N2O und N2 nun drin. Und das N2O und das N2, naja, das filtern wir halt hier rüber raus, sodass wir hier reines N2O haben. Ja, das war's fürs heute so. Ich packe die beiden Chips, packe ich euch mit in der Videobeschreibung rein, wie immer. Wie gesagt, dieser Chip regelt ja einfach nur die Steuerung von dem Sensor, ja, vom Ventil, von dem Tank und von der Valve, die hier ist. Das heißt, wenn der hier zu niedrig ist, öffnet er sich sozusagen und pumpt ein bisschen das da rein. Mehr macht er gar nicht. Das könnt ihr euch auch selber programmieren, wenn ihr das denn könnt. Ansonsten habt ihr meine Variation. Zum Beispiel auf Europa braucht man ja nicht den Sensor und man braucht auch nicht das Digitalding. Da könnte man ja sagen, bleib offen und kühl einfach. Ja, in dem Sinne, ich verabschiede mich. Hoffe, bis bald, euer Matthias.